Hey Leute, ich bin's Phil und heute spiele ich mal wieder eine weitere Runde Egg Wars auf dem CubeCraft-Server. Ich denke mal, das müssten die meisten von euch schon kennen. Das ist das gleiche wie Bad Wars, nur dass man hier ein Ei hat und viel bessere Items, also eine krasse Spitzhacke, krasse Schwerter, Rüstungen und so weiter. Und heute möchte ich mir mal wieder ein ganz besonderes Item holen. Aber auch schon mal zu Anfang, falls ihr mehr von diesen Spielmodi hier sehen wollt, lasst gerne mal eine positive Bewertung da, auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und jetzt hole ich mir mal Blöcke, eine kleine Spitzhacke zu anfangen. So, 5 Gold reicht jetzt erstmal. Hauptsache, man kann Obsidian abbauen. Und dann noch ein bisschen so Blöcke, um mich natürlich in die Mitte zu bauen. Ich hoffe mal, das reicht für ein Stack. Ja, das reicht perfekt. Okay, und dann baue ich mich gleich mal nach oben. Und ich hoffe mal, dass ich mir ein paar Dias snacken kann. Weil das kostet natürlich alles viel Geld. Und die ersten Eggs werden schon abgebaut. Ich muss mich ein bisschen beeilen. So, dass ich auch noch ein paar Leute killen kann. Aber ich habe jetzt auch noch... Nein, ich habe kein Essen am Start. Okay, das ist natürlich nicht so gut. So, deswegen... Und wir haben auch diesmal nur 5 Herzen am Start. Ich habe für den Overpowered Items gewotet. Und insgesamt nur für 5 Herzen. Damit es ein bisschen leichter geht quasi. Weil man echt doch schon lange braucht mit dem Cooldown. Und 26 Dias habe ich schon. Die sind auf dem maximalen Level einfach. Man kann die nicht erweitern. Das ist echt schon krass eingestellt. Auf manchen sind die erst auf Level 2 oder 1, das einfach ein bisschen weniger spawnt. Und ich kann mir theoretisch auf meiner Insel den auch aktivieren. So 42 habe ich jetzt schon. Aber gut, muss jetzt nicht unbedingt sein. Gold kann ich mir auch hin und wieder mal nehmen. Habe ich echt extrem viele Goldäpfel dann am Start. Aber ich glaube mal, so das reicht eigentlich auch schon gleich. So 50 Stück. Ich kann ja im Notfall nochmal so welche holen. Und ich baue mich jetzt wieder hoch. Und aktiviere dann auch mal meinen eigenen. So, Dia Spawner. Und ich hole mir jetzt erstmal als Essen 63 Goldäpfel. Was heißt 63? Komm, ich brauche eigentlich nicht so viele. Jetzt esse ich mich erstmal voll. Das dauert auch ein bisschen. Und jetzt hole ich mir als besonderes Item diesmal den besten Bogen. Der kostet 25 Dias. Das reicht eigentlich auch schon. Und zum Glück habe ich ein bisschen Gold dagelassen. Deswegen hole ich mir einfach mal Regenerations... Slowness Arrows sind. Das habe ich gerade schon gedacht. So ein paar Pfeile. Das reicht eigentlich auch schon. Und dann einfach noch ein bisschen Rüstung. So, das reicht alles easy. Die Dias, da brauche ich noch nicht mal mehr was erweitern. Und an sich, na gut, ein Schwert vielleicht noch. 12 Dias. Mit wie viel kann ich den Spawner aktivieren? Den kann ich mit 5 Diamanten aktivieren. Ja, und jetzt kommt da gleich was raus. Aber ich werde jetzt auch erstmal so ein bisschen zu anderen Gegnern gehen. Nicht, dass da gleich schon alle down sind. Und dann mal schauen, wo die jetzt genau sind. Da vorne ist einer. Der hat Schlag 1 drauf und das ist auf der Map wirklich ziemlich OP. Es gibt auch noch einen anderen Bogen, der genauso viel kostet mit Power 5. Der macht zwar klar, ist auch gut für den Modus, weil er halt nur, weil man nur 5 Herzen hat. Aber um wirklich einen auch runterzuschlagen und wenn man eh kein so gutes Schwert hat im Nahkampf, ist der Punch 1 Bogen echt der beste. Und mal schauen, was ich mir so zukünftig alles hier kaufen kann. Also da gibt es noch ein paar Sachen. Und da sind ein paar. Okay, Leute, komm, ich schieße da schon mal drauf. Da kommen 2. Ersten kann ich jetzt gleich schon mal, wenn er nicht so laggen würde, holen. Der fliegt runter. Die andere, ich hätte ihn erstmal rüberlassen sollen eigentlich. So, nochmal ein paar Blöcke holen. Der kommt doch jetzt nicht ernsthaft rüber, oder? Er traut sich? Was? Okay, der ist natürlich auch direkt down. Dann gehe ich jetzt mal auf den anderen. Und ich hoffe mal, dass der nicht mehr... Nein, mein Eck wurde zerstört. Von dem da vorne. Jetzt darf ich nicht mehr runterfliegen. Ich wollte sagen, ich hoffe mal, dass nicht irgendwie hier noch einer campt oder so. Aber ich glaube mal nicht. So, und der kommt auch nicht zu mir rüber. Okay, gut, dann hole ich mir vielleicht nochmal besser Schwert. Was kann ich mir holen? 16 Gold. Wenigstens ein Eisenschwert. 12 Dias habe ich auch nicht mehr. Ja, ein Eisenschwert reicht noch nicht mal. Oder ein Steinschwert. So, kommen hier nochmal. Ein bisschen besser muss schon sein. Da vorne ist einer. Okay, der hat auch schon, glaube ich, ein bisschen bessere Rüstung. So, ich darf hier nicht runterfliegen. Und wer hat mein Eck abgebaut? Ich glaube, das war der Orangene. Der hat auch kein Eck mehr. Der da vorne aber schon. Und jetzt ist aber die Sache, ich habe keine so krasse Spitzhacke. Das ist auch ein Problem. Der weiß, glaube ich, nicht, dass ich einen Bogen habe. Jetzt schon mittlerweile. Und da will zu mir rüber. Okay, Leute, komm, dann schießt sich den mal so ab. Oha, ich glaube mal, ich habe ihn einfach aus der Welt geschossen. Und hier ist ein Eck eingebaut. Und er ist direkt eliminiert worden. Also ihr seht schon, es ist echt eine krasse Taktik. Und jetzt gehe ich nur noch auf den gelben oder auf den orangenen. Das war jetzt auch gut, dass er sein Eck wirklich nicht so krass eingebaut hat.
Und wo ist der Orange hin? Nicht, dass er mich auf einmal so hinterhältig killt. Das möchte ich natürlich nicht. Er läuft sogar. Soll ich den so rund... Stimmt, ich muss ja seins noch nicht mehr mal abbauen. Ich kann den von hier aus vielleicht mal abschießen, so ein bisschen. Nee, aber da treffe ich nicht. Ich möchte noch nicht so meinen Bogen zeigen. Nicht, dass er das jetzt schon gehört oder gesehen hat. Und der ist in der Mitte. Er snackt sich nochmal ein paar Sachen für eine bessere Rüstung oder so. Okay, das darf ich natürlich nicht zulassen. Deswegen versuche ich, den wieder zu killen. Alles nur mit dem Bogen. Und da unten ist er. Also so kann ich ihn noch nicht rausschlagen. Ich muss jetzt aufpassen, nicht, dass ich hier zu dem runterfliege. Und der holt sich immer noch mehr Dias. Was hat er da vor? Will er sich eine krasse, ich weiß nicht, zum Beispiel Dia-Rüstung kann er sich noch holen. Ein besseres Schwert, glaube ich. Also theoretisch auch noch einen Bogen. Es gibt echt ziemlich viel. Und er bemerkt mich, glaube ich, noch nicht mal. Hä, er geht immer noch die Runde rum. Jetzt esse ich mal was. So, nicht, dass er mich hört. Jetzt höre ich mal wieder auf. Und jetzt sneakt er auf einmal, oder? Das, was ich halt... Jetzt baut er sich hoch. Okay, das wollte ich eigentlich. Deswegen, mein Freund, ich hoffe ich mal. Nein, jetzt hat er gesehen, dass ich einen Bogen habe. Ich hätte gedacht, so kann ich ihn runterschlagen. Aber der Bogen war nicht ganz gespannt. Und jetzt sehe ich ihn auch durch die Spectral-Pfeile. Das ist natürlich sehr schön. Und was kann ich jetzt genau machen? Na gut, so kann ich ihn halt nicht mehr runterschlagen. Ich gehe jetzt mal nach da vorne. Komm, vielleicht ist er greedy. Er hat sogar auch einen Bogen. Ja, jetzt wurde ich geschlagen. Er hat, okay, auch mit einem Bogen gespielt. Nein, daran hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte ihn extra jetzt hier hinlocken wollen. Aber gut, man sieht, ein Bogen ist auf jeden Fall echt krass in dem Spielmodus. Das war wahrscheinlich wieder so ein Gegner, der die ganze Runde über keinen Kill gemacht hat und in der Mitte alle Items aufgesammelt hat. Aber gut, Leute, ich schau mal, ob ich diese Runde gewinnen kann. Ich habe schon mal den guten Bogen geholt. Der hat mir echt, ja, die meisten oder alle Kills in der Runde gebracht. Und dieses Mal werde ich jetzt einfach mal so drauf rushen. Da ist schon einer gestorben, okay. Zwei Eisenspawner diesmal, das ist auch nicht schlecht. Bisschen Essen brauche ich auch noch, aber ich glaube mal, ich werde mir diesmal statt Goldäpfeln, was zwar auch OP ist, erstmal eine Spitzhacke aus 5 Gold holen. Also die Rüstung habe ich schon. Erstmal ein paar Stacks hier. Nochmal Eisen holen, das reicht dann auch schon. Okay, und dann hole ich mir 2 Goldäpfel, die Spitzhacke und werde direkt auf den ersten Gegner gehen. Und der baut sich auch schon, oh Mann, der baut sich hoch. Gut, dann baue ich mich noch höher. Nicht, dass wir jetzt gleich uns unendlich hochbauen, aber... Springt er jetzt schon runter? Ja, er springt runter. Mal schauen, ob er mir... Ist er runtergeflogen, ernsthaft? Er ist runtergeflogen. Okay, das hätte ich mir eigentlich schon denken können, weil ich glaube mal von da oben. Ich weiß nicht, ob man es hier drauf schafft. Aber gut, jetzt werde ich erstmal hier runtergehen. Und das Eck abbauen. Ich weiß noch nicht mal, wo das Eck hier auf der Map ist. Das ist da hinten. Und der Purple, den kann ich jetzt auch direkt killen. Dann ist der erste auch schon draußen. Der hat jetzt noch eine Spawn-Schutzzeit. Bis ich endlich mal den killen kann. Ja, okay. Und mit 2 Hits ist er auch down. Vorne, das spawnen auch Dias. Das ist auch nicht schlecht an den Seiteninseln. Aber komm, ich rush jetzt einfach mal und mach mal so durch eine andere Taktik ein paar Kills. Das war natürlich Fail. Und da baut sich einer rüber. Deswegen werde ich gleich mal zum nächsten Team gehen und da den versuchen zu killen. Also die Inseln sind jetzt komplett miteinander gleich verbunden. Und ich hoffe mal, dass der hat es auch schon mit Dia eingebaut. Oder mit Obsidian eher gesagt. Aber Leute, selbst die Spitzhacke ist zwar noch schlecht, dauert aber auch nicht so lange. Und das Eck ist jetzt auch zerstört. Da kann ich gleich mal, da wundert sich jetzt. Sieht es schön groß auf dem Bildschirm. Wer hat bitte mein Eck zerstört? Und da will er sich die Dia sammeln. So, er sieht mich noch nicht mal. Der fragt sich noch nicht mal, hä, wer war das bei meinem Eck? Nee. Und mein Eck wurde aber auch zerstört. Oh nein, jetzt darf ich selber nicht mehr getötet werden. Da ist noch ein bisschen Gold. So, lieber nochmal Steaks essen. Der hat sogar ein besseres Schwert, aber ich habe ihn bekommen. GG. Da holt sich einer immer bessere Sachen in der Mitte. Das möchte ich jetzt nicht mehr, sonst hat man fast keine Chance mehr, besonders mit 5 Herzen. Und alle 3 haben aber das Eck schon verloren. Mal schauen, ob ich da jetzt den noch killen kann. Der hat es irgendwie auch in der linken Hand. Da holt er sich halt ernsthaft auch nochmal so die Dias, obwohl man eigentlich so nur noch einen Spieler übrig hat. Ich weiß nicht, warum genau, was das Ziel da ist, aber... Jetzt ist er da unten. So, er geht jetzt nochmal. Er geht nochmal ernsthaft in die Mitte. Und er baut sich nochmal zu. Komm, dann kann ich den mal von jetzt hier killen. Vielleicht klappt es sogar. Komm, der hat
Damit dürfte eigentlich nicht mehr so viel haben. So, nochmal ein bisschen was abbauen. Und nein, jetzt ist er sich aber Goldäpfel. Das habe ich halt leider. Doch, ich habe sogar noch welche. Gut, die kann ich auch noch verwenden. Daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Und der ist bestimmt schon wieder voll gerackt. Aber komm, Leute. Vielleicht jetzt. Jetzt möchte ich keine mehr essen. Jetzt, komm, bevor er stirbt. Nein, aber das war wieder richtig knapp. Und jetzt möchte er mich gleich, ich wette mal, runterschlagen. Nee, aber auch nicht. Okay, er holt sich bessere Sachen. Komm, dann kann ich ihm doch mal ordentlich Crits geben. So, er hat sich, glaube ich, mal bessere Rüstung aus seinen lang erfarmten Dias holen wollen. Und ich habe ihn zum Glück bekommen. Sehr nice. Das war es erstmal so zu diesen Runden Egg Wars. Falls ihr davon mehr sehen wollt, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten könnt ihr auch noch gerne alle anderen Links in der Videobeschreibung abchecken, wie Instagram, Snapchat. Könnt ihr mir auch gerne mal folgen. Und ansonsten sehen wir uns auch morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao.